Schwarze Kutte und nicht verheiratet. Genau. Zugeknöpft, konservativ. Unnahbar, unantastbar. Verbohrtheit, Intoleranz. Kirchensteuer. Geld und Raffen und Macht. Ein Mensch, der sich um andere kümmert. Er ist heute so ein bisschen ins Abseits gerutscht. Moralisch, manchmal vielleicht bigott. Recht väterlich, trotz allem. Und weise. Sie tun mir manchmal doch sehr leid. Wir Menschen machen aus diesen Männern was Besonderes. Das sind sie gar nicht. Männer, die keine Probleme mehr haben, die alle ihre Probleme mit sich und Gott direkt ausmachen, die unendlich gescheit und weise sind und alle Dinge, egal wo das ist, im Privatleben oder in der Familie oder in der Erziehung, kommentieren und lösen können. Wenn ich unter dem Druck einer solchen Erwartung arbeiten soll, das ist wirklich sehr schwer. Und ich denke, dass diese starke Ideologisierung, dieses überstarke Image, dass das für viele Priester ein viel größeres Problem ist, als umgekehrt ein schlechtes Image. Jedes Unternehmen prägt im Laufe der Jahre die langjährigen Mitarbeiter in der Ausdrucksweise, im Aussehen, im Styling, in tausend Dingen, die dem Einzelnen nicht einmal bewusst sind. Und beispielsweise diese gewisse Freundlichkeit, die viele Bischöfe ausstrahlen oder auszustrahlen scheinen, das ist natürlich so erworben wie das Lächeln bestimmter Psychoanalytiker, die immer so ein etwas breiiges, salbiges Lächeln auf den Lippen haben, um dem anderen zu zeigen, du darfst mir vertrauen, ich tue nichts Böses und so weiter. Und das ist eine Firmenkultur, die man natürlich auch in der Kirche sieht. Priester, Pastoren und Päpste. Kurzum der heilige Stand der Kleriker. Eine Berufsgruppe ganz besonderer Art, ein heiliger Stand, mit Macht allerdings, wie ein Blick in die Kirchen und in die Weltgeschichte belegt. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen nach dem Spielfilm Gott und die Welt, heute Abend direkt aus Frankfurt. Unser Thema, die Kleriker, jene also, die in der katholischen Kirche das Sagen haben. Der Anlass dafür, dieses Buch hier, sein Titel Kleriker, Psychogramm eines Ideals, erschienen Anfang November in jenen Tagen, als die Mauer fiel. Und es hat zum Thema die Machtmauern, die bestehen bleiben in einem weiterhin autoritär angelegten System in der katholischen Kirche nämlich. Heute Abend bei uns im Studio, auf der Couch, der Autor dieses Buches, Eugen Drewermann, nachher im Streitgespräch mit Bischof Kurt Krenn aus Wien. Doch zuvor, worum geht es hier eigentlich in diesem Buch? Was passiert, wenn Leute, die sich mit Leib und Seele um die Seelennöte anderer kümmern müssen, die quasi zu Seelenentsorgern werden, was passiert, wenn diese Menschen eines Tages vielleicht feststellen müssen, dass ihr eigenes Innenleben irgendwie ganz durcheinander geraten ist? Und das ist das eigentliche Thema dieses Buches von Eugen Drewermann. Er hinterfragt das psychische Selbstverständnis und das damit verbundene auch Machtverständnis des Berufsstandes der Kleriker. Zunächst einmal, Gerd Skobel hat für Sie dieses Klerikerbuch gelesen und Ihnen auch die wichtigsten Thesen dieses dicken Buches zusammengefasst. Für schöne Großen, die unfehlbar sind, vor nächsten Ahnung haben. Einen schönen Gruß an die, die unfehlbar sind. Sie haben ihn verdient und nötig. Psychische Probleme drohen manche Priester buchstäblich unter sich zu begraben. Maria hilft da auch nicht mehr. Was bleibt, sind innere Konflikte bis zum Selbstmord.
Die Soldaten Christi schwören wie beim Militär auf Autorität. Wo aber bleibt das Ich? Wer kann mir das sagen? Na? Sie habe ich eben angesprochen. Sie habe ich eben angesprochen. Ich? Kirchengerechte Aufzucht. Viele stehen ein Leben lang in Reih und Glied. Dabei steckt hinter militärischer Stärke und Gehorsam meist das Gegenteil. Die verängstigte Herde, so argumentieren die Oberen, müssen in den bösen und verwirrten Zeiten geschützt und behütet werden. Wenn es sein muss, vor den eigenen Theologen. Diagnose: ein ruiniertes Selbstwertgefühl. Prominentes Beispiel: Kardinal Meißner bei seiner Berufung nach Köln. Ich habe nie meine Eltern gefragt, wie das zugegangen ist, als sie mich ins Dasein gesetzt haben. Das ist mir im Grunde genommen egal, was diesbezüglich gelaufen ist. Wenn ich die Berufung durch den Papst bekomme, hat das für mich eine religiöse Dimension. Was inzwischen zwischen dem Heiligen Stuhl, Domkapitel und den Partnern des Konkordates gelaufen ist, interessiert eigentlich nicht den, der dann als Ergebnis bei dieser Prozedur herauskommt. Und was kommt dabei heraus? Für den Analytiker ist Kardinal Meißner ein Beispiel für klerikale Gleichgültigkeit und Gefühlsfremdheit. Der Weg ins Unbewusste, in die Tiefen der Seele, bleibt versperrt. Psychoanalyse gilt bei den meisten Klerikern immer noch als suspekt und tabu. Eugen Drewermann hat sich auf die Fahrt ins Unbewusste eingelassen. In seiner Arbeit als Seelsorger und Theologe versucht er, Verdrängtes freizulegen und Freiräume zu schaffen. Gegen den Strudel der Angst setzt er Asyle der Gnade. Für viele Patienten und Glaubende wird erst auf der Couch zur Erfahrung, wovon die Theologen nur reden. Sigmund Freud versuchte, ohne die Vorurteile der Moral zu heilen, mit Erinnerungs- und Traumarbeit oder freier Assoziation. Seine Methode verglich er mit der Chirurgie. Das Innerste und Verdrängte freizulegen, davor haben viele Kleriker Angst. In der Theologenausbildung werden psychische Probleme meist verdrängt. Bis auf wenige Ausnahmen. Sie können sich vorstellen, wer mit einer Startposition in einen Beruf geht, wo er innerlich Angst um sich selbst hat, was ja in allen helfenden Berufen eine Rolle spielt, erwiesenermaßen, der wird zuerst mal sagen, also wenn ich erkannt werde, geht es mir wahrscheinlich dreckig. Dann wissen die Leute, wer ich bin, und dann machen die mit mir weiß Gott was. Das wird furchtbar enden. Das ist eine Disposition, die relativ grundlegend ist. Und wir bemühen uns ungeheuer darum, dacht heranzukommen, einen Zugang zu den Leuten zu finden, dass die aufmachen können und sagen, nicht mehr Sicherungsbedürfnis, Kontrollbedürfnis ist das oberste Ziel, lass dich nicht erwischen, sondern erkenne dich und lass dich erkennen, damit du nicht alleine bist, damit du dir helfen lassen kannst und damit du mit anderen zusammen einen Weg findest, wo es besser geht. Das ist einer unserer Hauptziele. Und das ist manchmal sehr schwierig, gerade in der letzten Zeit, also die fundamentalistische Welle, die uns ein bisschen jetzt auch erreicht, die geht darauf hinaus, dass die Leute sich sehr bedroht fühlen durch Pluralität, durch Infragestellen, durch Hinterfragen, durch Selbsterfahrung und so weiter. All das soll nicht sein, damit sie sich ruhig und sicher fühlen können. Noch ist Selbsterfahrung in der Kirche verschrien als egoistischer Seelentrip, der von Gott wegführt. Dabei neigen Kleriker laut mehreren Untersuchungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in erhöhtem Maße an Versagens- und Kritikängsten, passen sich nach außen mehr an und neigen zu Schuldgefühlen und Depressionen. Die Werbung weiß das brutal auszunutzen. Was als Gag in den Zeitungen erschien, ist in Wahrheit ein immer offeneres Problem: Sucht. Laut Untersuchung ist jeder 10. Priester betroffen, das ist Managerschnitt. Nur wenige haben allerdings den Mut, offen darüber zu sprechen. Ich hatte wohl mehr den Eindruck, ich müsse alles schaffen und dabei vergessen, dass es nach meinem Glaubensverständnis Gott ist, der das Vollbringen schafft. Die Gefahr liegt in unserem Beruf nahe, denn so vordergründig Erfolgsmessung gibt es kaum. Ich habe schon den Eindruck, zum Teil hat es mitgespielt, Erfolg war noch mehr Termine, noch mehr Touren und
mit überlastet und damit den Alkoholkonsum gesteigert. In dieser katholischen Suchtkrankenklinik in der Nähe von Essen werden unter anderem auch Seelsorger behandelt. Der weitere Zusammenbruch, den oft nur eine Amtsfassade aufrechterhielt, soll hier aufgefangen werden. Dass der Leiter dieser Klinik selbst einem Orden angehört, ist eine Ausnahme. Normalerweise müssen weltliche Einrichtungen auffangen, was Kirchen abstoßen. Was sind die Ursachen für die Sucht vieler Kleriker? Sicherlich kann man einige spezielle Gefährdungen benennen. Das wäre etwa der Erwartungsdruck, dem der Priester ausgesetzt ist in seinem Dienst, Erwartungen von der Gemeinde, Erwartungen vom Amt und schließlich seine Verantwortlichkeit vor Gott. Es wäre dann zu nennen das Problem der Einsamkeit, dass er im Grunde sehr selten jemand hat, mit dem er all diese Dinge, die er erlebt, auch durchsprechen kann. Und man könnte wohl auch nennen, dass die Ausbildung dazu führt, eine sehr starke Über-Ich-Instanz auszubilden, vor der er wiederum vor sich selber Rechenschaft ablegen muss über all das, was er tut. Klassischer Ort für kirchliche Aufarbeitung, der Beichtstuhl. Hier liegt manche Wurzel psychoanalytischer Methode. Doch was einst im Gespräch Sorge um die Seele war, ist heute oft nur noch Ritus ohne Kraft. Was Erlösung religiös bedeutet, wird gar nicht oder muss woanders erfahren werden. Ein Fachmann über Problemursachen. Nun ist es die fehlende Lebensbejahung. Es ist die fehlende Möglichkeit, einen positiven Zugang zu dem Lebensbereich von Ehe, Liebe und Sexualität zu gelangen. Es ist das Kämpfen, das schon genannt war. Es ist die Leibesfeindlichkeit, das Ablehnen, die Schüchternheit, die Hemmungen, der fehlende Zugang zum anderen Geschlecht oder auch die durch die Erziehung bedingte Neigung zu bestimmten Fehlhaltungen, etwa die sogenannten Deviationen oder Perversionen, finden sich ganz gehäuft in dem Bereich dieser Erziehung. Nun, wir haben also 3000 Kranke behandelt über längere Zeit hindurch mit diesem Krankheitsbild. Und von denen war die Hälfte kirchliche Amtsträger. Und zwar annähernd gleichmäßig in den beiden großen Kirchen. Und so dass man sagen kann, hier liegt eine Art Berufskrankheit schon vor. Ich erlebe, wie ratsuchende und verzweifelte Menschen, wenn sie eine Verbindung zur Kirche haben, gerne und voll Vertrauen zu ihrem Pfarrer, zu ihrem Priester gehen. Aber ich frage mich, wo gehen die Priester hin? Eine Pauschalantwort, sie sollen zu ihrem Bischof gehen, entspricht nicht der Wirklichkeit. Zumal, wenn es um die Fragen und Probleme von Liebe, Ehe und Sexualität geht. Hauptprobleme, innere Erstarrung und mangelnde Offenheit. Die Folge, seelischer Kahlschlag. Wenn Probleme derart verleugnet werden, verkommen Kirchen zu Ruinen. Wenn die Krise der Kleriker die Krise ihrer Gefühle ist, die Unfähigkeit, Gefühle wirklich zuzulassen, dann hat das Erscheinen dieses Buches doch etwas Gutes auf jeden Fall bewirkt. Es hat nämlich eine Menge von Gefühlen losgetreten bei Kirchenoberen. Verletzend, beleidigend hat man den Stil dieses Buches genannt. Lieblos und demaskierend seinen Inhalt. Über diese Dinge wollen wir nachher miteinander streiten. Doch zunächst, liebe Zuschauer, schulden wir Ihnen ein paar Informationen zum kirchenpolitischen Konflikt, sozusagen zum Fall Drewermann. Denn nicht erst mit diesem Buch hat er Anstoß erregt. Und wenn ihm nunmehr das Lehrverbot droht, ein Rede- und Schreibeverbot auch, so etwas, wie es die katholische Kirche auch heute noch gelegentlich gegen unliebsame Theologen zu verhängen pflegt, dann hat dies alles seine Vorgeschichte. Yvonne Menne, Chronik skandalös, Eugen Drewermann und seine Kirche. Eugen Drewermann, Theologe, Priester, Psychotherapeut. 1956, erste kritische Auseinandersetzung mit seiner Kirche in puncto katholischer Autorität. Anlass, der Streit um Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Drewermann, den entschiedenen Gegner, enttäuscht die Kirchenposition.
Der Klerus predigt Adenauers Aufrüstungspolitik. 1966, Priesterweihe. 1978, Drewermanns erstes Buch erscheint, Die Strukturen des Bösen. Er ernte Zustimmung, aber auch massive Kritik, vor allem von seinen Kollegen. Hauptgrund? Seine tiefen psychologischen Bibelinterpretationen. Mit tiefen Psychologie und Exegese veröffentlicht er dazu 1984 eine Art Standardwerk. Der Ton der Gegner wird schärfer. Erstmals befassen sich die Bischöfe mit ihm. Manche Bistümer belegen Drewermann mit einem Maulkorberlass. Als Redner wird er nicht mehr eingeladen. 1988. Einige Theologen formulieren ihre kritischen Anfragen an Drewermann. Drahtzieher im Hintergrund, die Bischöfe. Hauptvorwürfe: Drewermann reduziert Religion auf Psychologie. Christliche Botschaft als Mittel gegen Angst. Und er relativiert die Einzigartigkeit der Person Jesu. 1989. Kardinal Ratzinger, der Vorsitzende der obersten Glaubensbehörde in Rom, beauftragt Erzbischof Degenhardt von Paderborn, sich des Falles Drewermann anzunehmen. Drewermann wird förmlich ermahnt. Seine Lehrerlaubnis scheint gefährdet. Ende 89. Das Buch Die Kleriker erscheint. Eine gnadenlose Abrechnung mit der Kirche. Der Konflikt eskaliert. Januar 90. Erzbischof Degenhardt und Drewermann führen ein ausführliches Gespräch. Ergebnislos. Ende Februar. Der Ortsbischof kündigt ein Lehrverfahren gegen Drewermann bei der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz an. Vorab muss er noch ein offizielles Gespräch mit seinem Priester führen. Ultimative Aufforderung an Drewermann: Er soll seine Thesen im Sinne der Kirche korrigieren. Ja, wir hätten jetzt ganz gern den zuständigen Ortsbischof, Herrn Erzbischof Degenhardt, bei uns im Studio gehabt. Wir haben ihn eingeladen. Er wollte sich in der Öffentlichkeit nicht dem Gespräch mit Eugen Drewermann stellen. Wir haben mehr als ein Dutzend bundesdeutscher Kardinäle, Bischöfe und Weihbischöfe eingeladen. Keiner wollte sich dem offenen Dialog, dem Streitgespräch vor den Fernsehkameras stellen. Dies, liebe Zuschauer, ist der Stapel mit unseren Anfragen und das ist der Stapel mit den kirchlichen Absagen, die wir erhalten haben. Die Bischöfe, so scheint's, sie haben salopp gesagt, vielleicht gekniffen, aber einer, er hat nicht gekniffen, darüber freue ich mich besonders, nämlich heute Abend bei uns im Studio, Weihbischof Kurt Krenn aus Wien. Einen schönen guten Abend, Herr Weihbischof. Ihnen gegenüber Herr Drewermann, Eugen Drewermann aus Paderborn. Meine Herren, bevor wir miteinander reden, miteinander auch streiten, vielleicht noch eine kurze Erinnerung an Sie und an unsere Fernsehzuschauer. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Nach uns gibt es noch anderes Programm, das heißt begrenzte Rede- und Sendezeit. Wir hatten vorhin mal gesagt, dass Geschäftsgrundlage nicht länger als 1 bis 1,5 Minuten, damit da keine großen Monologe entstehen. Ich will auch selber mit gutem Vorbild vorangehen. Herr Weihbischof Krenn, kurze Frage an Sie zunächst einmal. Finden Sie sich wieder in dem von Eugen Drewermann gezeichneten Klerikerbild? Ich kann nicht so unmittelbar beginnen. Ich muss ganz schnell auch etwas erklären, was Sie erklärt haben. Ich komme natürlich jetzt nicht um deutsche Bischöfe zu ersetzen oder zu erklären. Das ist Ihre freie Entscheidung. Und ich glaube auch, dass ich das vor allem tue, und immer tue, ich habe das ja schon öfter gemacht, mich in Diskussionen begebe, die nicht oft leicht sind, weil ich die Diskussionsgegner, sagen wir mal so, auch ernst nehme. Ich sage also Herrn Drewermann ein Grüß Gott aus Wien und ich weiß ja auch, dass Sie ja am letzten Mittwoch in Wien noch gesprochen haben. Das ist auch ein wenig der Grund, warum ich mich bereit erklärt habe, bei uns natürlich die Thesen des Dr. Drewermann eine Rolle spielen. Bei so viel Wiener Höflichkeit, dennoch jetzt zurück zur Frage. Finden Sie sich wieder in dem Bild des Klerikers, Herr Weihbischof? Nee, ich glaube nicht. Ich müsste die Frage ganz gleich weitergeben, denn ich glaube, Herr Dr. Drewermann und ich, wir sind nicht weit im Alter auseinander. Wir sind beide Priester, wir haben beide wahrscheinlich den gleichen Ausbildungsgang gemacht. Ich meine fast, ich müsste die Frage an Sie geben und fragen jetzt, nachdem Sie ja in Ihrem Buch den Primat des Subjektiven stark betonen, wie weit kommen Sie jetzt
Und wir sprechen jetzt von unserem gemeinsamen Problem. Wie weit kommen Sie zurecht mit dem, was Sie einmal auf sich genommen haben, versprochen haben, auch als Ihre Lebensform gewählt haben? Priesteramt und die Gelübde, Priesteramt, Zölibatgelübde haben wir ja keine. Aber wie weit kommen Sie jetzt damit zurecht, weil Sie ja doch der Kirche, und damit beantworten Sie auch meine Frage, weil Sie der Kirche doch gewaltige Dinge vorhalten. Also ich glaube, was man sonst nicht tut, dass man ad hominem spricht, muss man jetzt tun, weil Sie ja das Subjektive sehr betonen. Wie ist das Zeugnis Ihrer eigenen Biografie? Und dann vielleicht kann ich auch meine Antwort geben. Okay, können wir vielleicht direkt kurz. Als Erstes, ich danke Ihnen ganz genauso für die Gesprächsbereitschaft, weil Sie mir erkennbar größer zu sein scheint als die des Erzbischofs von Paderborn. Ich muss da, Frau Mennen, noch kurz ein Stück weit ergänzen. Das Gespräch am 31. Januar sollte nicht fortgeführt werden. Es sollte auf eine Entscheidung hinauslaufen und der Bischof weigerte sich sogar, die Glaubenskommission einzuschalten, weil ihm alles zu lange dauere. Dann hat er einen Katalog von 25 Vorverurteilungen an die Öffentlichkeit gegeben. Jetzt steht die Glaubenskommission unter Druck, ihm Recht zu geben, rein auf dem Aber Ansehen. Jetzt bitte mal wirklich zu den Inhalten. Ich als Zuschauer frage mich, wo sind denn die Inhalte, die man Ihnen vorwirft, oder auch jetzt, was der Herr Weihbischof Sie fragt? Ich glaube, ein Kern der Vorwürfe lässt sich ganz in Ihrem Sinne mit den Worten des Paderborner Erzbischofs formulieren. Er wirft mir vor, einem falschen Menschenbild anzuhängen, wenn ich sage, dass es möglich ist. Menschen schwören einen Eid und brechen ihn und begehen damit keine schwere Sünde. Ganz im Gegenteil, sie folgen einem tieferen Gehorsam Gott gegenüber. Das hält er für ausgeschlossen. Er folgert dann, dass Versprechungen unter Menschen ja keine Gültigkeit mehr hätten. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Wir Menschen müssen menschlichen Versprechen gegenüber mit Vertrauen begegnen dürfen. Aber mehr kann ein Mensch nicht tun, als es ehrlich meinen. Er hat nicht die Möglichkeit, mit 25 zu versichern, unter Garantie, dass er mit 75 noch genauso sein wird. Ganz im Gegenteil. 1942 hatten die deutschen Bischöfe die Soldaten der Wehrmacht aufgefordert, sich an ihr Eidgelübde zu erinnern, auf den Führer. Und es ist in meinen Augen schlimm, dass es so wenig waren, die gewagt haben, einen Eid zu brechen zugunsten der Menschlichkeit. Und umgekehrt vergleiche ich viele, der Erzbischof setzte sie in Parallele, die in der Ehe gelernt haben, womöglich aus einem gegebenen Versprechen herauszugehen, zugunsten ihrer Frau, ihres Mannes und sogar der Kinder. Und andere, die im Versprechen geblieben sind, eigentlich nur um Recht zu haben oder um so weiterzumachen oder in einem Zwangsgehorsam im Über-Ich verankert, das gar keinen Spielraum hat. Heißt das, dass es nicht zumutbar ist, dass jemand solche Sachen wie Ehelosigkeit oder Gehorsam gegenüber seinen Oberen als geistliche Aufsicht nimmt, was als junger Mensch für ein Leben lang? Heißt es das? Es ist problematischer. Ich habe vor einigen Wochen... Vielleicht sind wir jetzt zu weit weg. Meine Anfrage war ja zunächst einmal an das subjektive biografische Zeugnis, das wir geben müssen. Ich genauso wie Sie. Wir sind derselben Kirche Priester. Sie haben auch ein Versprechen gegeben. Sagen wir, wie bewältigen Sie theoretisch und praktisch jetzt das, was Sie in letzter Zeit, sagen wir, gerade dazu äußern, zu Eid? Ich muss übrigens sagen, der Vorspann hat mir nicht sehr gefallen. Das war so eine ziemlich lockere Geschichte. Ich möchte mich vor allem auch verwahren, den Kardinal Meisner hier so zu qualifizieren. Aber ich kann natürlich nicht alles kritisieren, was vorgezeigt wird. Eine Frage nur noch. Das gibt Ihnen dann vielleicht ein Thema. Sie wollen sagen, es gibt keine Verpflichtung, die man eingehen kann und halten müsste, weil man ja immer wieder in neuen Situationen steht. Ich frage mich natürlich, ob das, was wir Untreue nennen in der Kirche, das gibt es, Untreue, ob man das nicht zu schnell in Ihrem Buch dann Selbstverwirklichung nennt. Dass man
auswandert aus irgendeinem Eid oder sonst was. Ich möchte auch nicht, dass man uns mit dem Eid des Dritten Reiches vergleicht. Den haben wir nicht geschworen die als Priester. Die Problematik ist dieselbe. Ja, die Problematik ist da, aber das war nicht das, was wir versprochen haben. Wenn wir Gehorsam und Ehelosigkeit versprochen haben, das war kein Eid auf Hitler, sondern das war ein Eid auf die Kirche, auf Christus, wie wir es nennen wollen. Sie haben die Soldaten ja angeleitet, den Eid zu schwören. Ja, aber das war eine andere Frage. Die Frage ist ja jetzt, dass wir da von diesen alten Geschichten wegkommen. Ist es nicht so, dass Sie zu schnell in Ihrem Buch das einfach die Selbstverwirklichung nennen, was wir und Sie vielleicht auch noch vor 20 Jahren Untreue genannt haben? Der Meinung bin ich nicht mehr. Ich habe in meinem Buch Kleriker ein Beispiel zitiert, das 125 Jahre her ist. Emile Zola schreibt dort die Geschichte des Abbé Mouret, eines Mannes, der vor dem Altar zusammenbricht aufgrund seiner Ängste, seiner Selbstvergewaltigung und wird auf die Weisung eines Arztes hin buchstäblich gesund in den Armen der Albin im Paradou. Kaum genesen, glaubt er, die erwachte Liebe in sich zerstören zu müssen, um treu zu sein seinem Versprechen und dem christusförmigen Beispiel von Selbstaufopferung und Hingabe. Schließlich steht er vor seiner schwanger gewordenen Geliebten und sagt ihr, ich bin wie jemand von den steinernen Figuren an den Wänden der Kirche, durchdrängt von Jahrhunderten mit Weihrauch, unfähig herabzusteigen zu den Menschen. Und Albin kann nur sagen, du bist der Tod, Serge. Geh. Und er wird sie beerdigen mit ihrem noch ungeborenen Kind in Erfüllung seiner Amtspflicht. Die Kirche hat Emile Zola auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, wo er noch stand im Jahre 65, als man den Index abschaffte. Stimmt, hat die Frage, das mit dem System der Kirche nicht, mit diesem Gelübde, darf es dann nach Ihrer Meinung nach solche Punkte wie Ehelosigkeit, Forderungen an Priester gar nicht geben, wenn die darunter zerbrechen förmlich. So ist es. Es ist die Frage an die katholische Kirche im Jahre 1875 gewesen, was gibt ihr eigentlich das Recht, mit Menschen derart umzugehen und was ist die Sünde des Abbé Mouret? Dass er die Liebe lernte gegen sein eidliches Versprechen oder in einem Versprechen liebt, das immer liebloser wurde. Ich habe gesprochen, ja, aber ich muss jetzt schon sagen, ich möchte jetzt auf literarische Diskussionen nicht eingehen. Das ist eine, ja, sozusagen eine gewisse Denkfigur, die Sie jetzt, oder eine psychische Figur, die Sie vorführen. Reden wir von der Gegenwart, reden wir von uns. Wie geht's uns? Und sagen wir auch, ich bleibe mal dabei, weil Sie ja sehr stark auf das Subjektive abheben in Ihrem Buch. Wie steht's mit uns, mit Eugen Drewermann, mit Kurt Krenn? Wie halten wir es mit unserem Versprechen? Sie haben ja das gegeben und ich auch. Muss ich oder müssen Sie, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben, anders leben oder leben Sie geläuterter? Das ist ja eine Frage, die die Menschen sehr interessiert. Und ich möchte sagen, ich möchte mich nicht an der Schelte beteiligen, die man Ihnen auch von den Exegeten bereitet hat. Ich glaube, was Ihnen das Problem bereitet, ist, dass Sie diese doch sehr imposanten Studien, die Sie gemacht haben, jetzt in einem Maße ausweiten, also mit einem totalitären Anspruch auf Kirche und Glauben und Offenbarung und Gott anwenden, dass Sie jetzt dauernd in diese Probleme kommen. Ich muss jetzt alles erklären. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schade am Ganzen, dass Sie so viel erklären wollen, weil Sie sich zu wenig beschränken auf das, wo Ihre Forschung wirklich nützlich sein könnte. Ich kann nur sagen, die Wirkung des Buches Kleriker zeigt in meinen Augen ganz deutlich durch viele Briefe, durch Anfragen, dass es Befreiung wirkt, indem Menschen zum ersten Mal, oft nach Jahrzehnten der Verschüttung, den Mut bekommen, ihre eigene Erfahrung als den Weg zu begreifen, den Gott mit ihnen geht. Ganz konkret, ich habe hier in Frankfurt vor etwa 4 Monaten einen Vortrag erhalten vor verheirateten Priestern und ihren Frauen. Und ihnen dabei gesagt, nach dem Vorspann eines Moraltheologen, ihr solltet aufhören, euch als Versager zu fühlen. Das ist die Diktion der Kirche, ihr seid Eidbrüchige und Versager. Und in der Tat, ihr habt womöglich in den Augen der kirchlichen Moral jahrelang gesündigt. Aber die Frau neben euch ist nicht die Versuchung gewesen, sondern eher eine Gnade. Und ihr habt über Monate und Jahre hin
die Liebe für wichtiger genommen als das heiligste Gesetz der Kirche. Das ist unsere Leistung, solltet ihr sagen. Und die Kirche muss verstehen, dass Menschen mehr sind als ein noch so heiliges, durch die Tradition abgesichertes, durch die höchste päpstliche Autorität garantiertes Rechts- und Beamtenverständnis. Ja, darf ich einmal schon sagen, ich sehe das nicht so als eine Antwort jetzt in der Frage. Ich meinte, warum weiten Sie das, was Sie Tiefenpsychologie nennen? Manche behaupten, man wüsste nicht genau, welche Schule Sie vertreten, welchen psychologischen Stil. An dem beteilige ich mich an diesen Vorwürfen überhaupt nicht. Aber ich möchte wissen, warum Sie eigentlich jetzt Ihr Erklärungssystem, das ja sicher noch defizient ist, empfehlen, auf alles anwenden. Ob Sie das jetzt nun, sagen wir, verheirateten Priestern sagen, das ist ja eine sehr sekundäre Frage. Ich könnte Sie natürlich noch anderen Erfolgen auch fragen, die man noch gar nicht haben kann. Wir haben noch wenige Minuten. Moment, das jetzt, glaube ich, müsste man schon noch einmal von mir noch was hören. Und zwar, Sie überspringen ja im Grunde mit einer Theorie, die, sagen wir, Neues von Ihnen entwickelt wird, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Was ist denn in dieser Zeit geschehen? Glauben Sie, das war alles nur Geistlosigkeit, das war alles nur Lieblosigkeit? Heute zum Beispiel ist der Tag, an dem vor 47 Jahren in Wien eine Klosterfrau enthauptet wurde, als Hochverräterin von der NS-Justiz. Diese Frau, Herr Drevermann, ist genau das Beispiel des katholischen Ordensverständnisses. Auch das müssen Sie mal erklären. Nicht nur Ihre Entschuldung. Darf ich Sie jetzt unterbrechen? Ja. 2 Minuten haben wir Kleinen noch. Moment. Herr Drevermann, wir müssen jetzt. Ich muss dennoch, dann bitte ich um Verzeihung. Sie müssen mehr an die Barmherzigkeit denken als nur, Sie haben eine Strategie der ständigen Entschuldung in Ihrem Buch. Also das heißt, man muss den Leuten sagen, du hast ja gar nicht Schuld. Ich glaube, wir müssen den Menschen sagen, du hast Schuld, aber Gott ist barmherzig. So, das war jetzt quasi schon Ihr Schlusswort. Herr Drevermann, was sagen Sie darauf? Ich möchte eine Kirche, die begreift nach 2000 Jahren, dass sie die großen Anfragen vor 472 Fragen durch die Reformation bis heute nicht verstanden hat. Die Explosion der Angst, die es bedeutet, ein Individuum zu sein, okkupiert sie durch ihre Institute und Institutionen. Sie nimmt die Angst den Menschen weg, die es kostet, ein Mensch zu sein, und macht sie zu Beamten. Sie wagt nicht, dass diese selben Menschen sich auf ihre Gefühle einlassen. Sie findet die Kraft der Träume und der Lyrik für anarchisch und gefährlich. Sie antwortet nicht auf das Vertrauen, das die Menschen verdienen. Und sie spricht sie da schuldig, wo sie nicht Versager sind, sondern mutiger, offener, menschlicher und fairer, gerade in denjenigen Charakteren, die sie ernst nehmen. Um es so zu sagen, ich möchte wirklich, dass die Kirche so etwas ist, wie eine Asylstätte des Erbarmens. Und ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass man sie findet in Wien, auf der Berggasse 19, aber nicht im Stephansdom. Herzlichen Dank, meine Herren. Diese Sendezeit, Herr Bischof, die Sendezeit ist um, es ist leider nichts. Es gibt noch nach uns Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ist eine Stätte der Gnade. Das war eine Ergänzung des Herrn Weihbischofs aus Wien, ein Hinweis auf das Wiener Publikum. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie heute Abend dabei waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bischof Krenn, Herr Drevermann, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend und eine schöne Nacht. Auf Wiedersehen.